Hey Leute, ihr ratet nie, was das ist. Ne? Nee, sieht zwar aus wie Ketchup, ist aber ein ganz spezielles Fett. Mit solchen sogenannten Schmierfetten arbeitet man an Autos oder riesigen Maschinen. Und mit diesem Zeug hier werden Teile von solchen gigantischen Windrädern eingefettet. Krass, oder? Und sowas mache ich heute auch, weil darum geht's heute. Um Fett. Fett steckt in vielen Lebensmitteln. In Pommes oder Speck zum Beispiel. Oder in Haselnusscreme. Und auch in unserem Körper ist Fett. Es sitzt zum Beispiel unter der Haut und schützt uns, wenn uns jemand stößt. Tja, und dann gibt's noch das Fett zum Schmieren von Maschinen. Habt ihr ja am Anfang schon gesehen. Und wo noch überall Fett drin ist, was die Unterschiede sind und wie es entsteht, das finde ich heute raus. Dafür checke ich im Labor, welche Eigenschaften Fett hat. Ich treffe Sarah und Leon, die mir erklären, warum sie unbedingt abnehmen wollen und wie sie das machen. Und ich klettere auf ein 140 Meter hohes Windrad und helfe beim Einfetten. Also, alle bereit? Dann kommt jetzt der Fettcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Woraus besteht Fett? Warum braucht der Körper Fett? Und wie funktioniert Schmierfett? Das check ich für euch. Leute, ihr glaubt nicht, in wie vielen Lebensmitteln Fett steckt. Ich nehme alles aus dem Kühlschrank, wo welches drin sein könnte. Bei den meisten Lebensmitteln, wie zum Beispiel hier bei der Sahne, steht's drauf. Aber wo soll in Oliven Fett drin sein? Ich weiß es nicht. Naja, ich packe alles ein und bringe es zu meinem Experten, Professor Anton. Er ist Chemieprofessor und kennt sich super mit Fetten aus. Bin mal gespannt. Hallo Professor Anton. Ja. Tag. Ja, hallo. Wie geht's? Grüß dich. Danke, gut. Sehr gut. Ich habe mal ganz viele Sachen mitgebracht, die ich bei mir gefunden habe, von denen ich weiß, dass Fett drin ist. Hier zum Beispiel Schlagsahne, 32% Fett. Mhm. In der Butter steht es auch drauf, ist auch eine ganze Menge Fett drin. Ja. Hier beim Öl sogar richtig, richtig viel. Ja. Aber die Sachen sind ja alle unterschiedlich. Die Butter ist fest, das Öl ist flüssig. Dann hat man hier irgendwie so eine Speckschwarte, die ist auch fest, auch viel Fett drin. Wie kann das denn sein? Was ist denn Fett eigentlich genau? Fette sind Stoffe, die in der Natur vorkommen, die in den Nahrungsmitteln vorkommen und die wir zu der Ernährung brauchen. Mhm. Und wenn bei Zimmertemperatur ein Fett flüssig ist, ja, dann nennen wir es Öl. Da haben wir hier das Rapsöl. Und wenn es bei Zimmertemperatur fest ist, wie wir es hier bei der Butter zum Beispiel haben, dann sprechen wir von einem Fett. Aber der Überbegriff ist Fette und Fett kommt vor fest als Fett und flüssig als Öl. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zu unterscheiden, wo kommen die Fette her. Mhm. Also das hier ist auf alle Fälle aus der Pflanze, aus Raps zum Beispiel. Es gibt es aus Sonnenblumen oder eben aus den Oliven. Okay. Und wenn wir Butter vor uns haben oder jetzt zum Beispiel da hinten den Speck, der stammt von Tieren. Okay, also es gibt tierische und pflanzliche Fette. Aber woraus bestehen die genau? Checkerfrage. Woraus besteht Fett? Fett, zum Beispiel als Butter, enthält sogenannte Fettsäuren. Die bestehen aus winzig kleinen Teilen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Die Form könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie bei einem Streichholz. Bei tierischen Fetten liegen sie wie in der Streichholzschachtel geordnet und dicht beieinander. So dicht, dass sie sich gut und eng aneinander festhalten können. Sie wackeln dann nicht mehr hin und her. Deshalb ist tierisches Fett, wie das in der Butter, meistens fest. Bei den Fetten in Pflanzen haben die Fettsäuren einen Knick und liegen wild durcheinander. Da können sie sich nicht so gut aneinander festhalten. Sie wackeln viel mehr hin und her. Und deshalb sind Öle eher flüssig. Bei den Sachen steht ja jetzt überall drauf, dass Fett drin ist. Und bei so Chips zum Beispiel weiß man das ja auch. Aber bei Oliven hätte ich nicht gedacht, dass da Fett enthalten ist. Kann man irgendwie rausfinden, ob in Dingen Fett enthalten ist oder nicht? Ja, es gibt eine einfache Möglichkeit. Aha. Wir bräuchten dazu eine solche Olive. Und was macht er jetzt? Aha, wir malen mit der Olive auf dem Blatt rum. Na gut. Einfach die Olive zerdrücken und das Ganze gegen das Licht halten. Dann sehen wir, dass das Papier durchscheinend wird. Genau, da und da. Und da, ne? Ja. Genau. Okay, ja, aber es ist ja, also, dass man da jetzt durchgucken kann, liegt doch schon daran, auch, dass das hier alles irgendwie nass und feucht und so ist. Ach so, ja, wenn man das mit Wasser machen würde, dann trocknet es wieder und der Fleck ist wieder weg. Aber der Fettfleck
bleibt. Der ist nicht mehr wegzukriegen. Und das ist so ein echter wissenschaftlicher Test, oder? Ja, das nennt man Fettfleckprobe. Und wir arbeiten auch im Labor so, um festzustellen, ob zum Beispiel in Erdnüssen oder in anderen Stoffen tatsächlich Fett enthalten ist. Ach komm, das kann ja jeder zu Hause nachmachen. Das könnt ihr auch mal machen. Einfach mal Sachen auf Papier reiben und gucken, ob Fett drin ist. Die Fettfleckprobe machen. Fett besteht aus winzigen, unsichtbaren Teilchen, den Fettsäuren. Wo Fett drin ist, kann man einfach testen. Mit der Fettfleckprobe. Gecheckt. Olivenöl gewinnt man, indem man Oliven presst. Das ist ziemlich aufwendig. Außerdem braucht man gewaltige Mengen an Oliven. Für einen Liter fast einen halben Olivenbaum. Auch aus anderen Pflanzen kann man Öl gewinnen. Aus Rapssamen zum Beispiel. Oder aus Kürbiskernen. Auch die muss man pressen. Und guckt mal, so viele Kürbiskerne ergeben gerade mal so wenig Öl. Heftig, oder? Öle und Fette verwenden wir ja oft zum Kochen. Professor Anton sagt, dass man dabei aber gut aufpassen muss. Und warum, klären wir jetzt. Wir schauen uns das jetzt mal an, was passiert, wenn Fett erhitzt wird. Okay, also wir machen jetzt Öl richtig heiß. Jawohl, richtig heiß, sodass es auch gefährlich werden kann. Okay, dann brauche ich auch so eine Schutzbrille wahrscheinlich. Ja, auf alle Fälle. Ja. Kann ich die mal haben, bitte? Danke. So, jetzt bin ich bereit. Jawohl, gut. Dann schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Dafür nehmen wir einfach ganz normales Pflanzenöl und machen es richtig heiß. Eben genau wie beim Kochen. Und weil das ein bisschen dauert, spielen wir so lange Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, gut. Also Schnick, Schnack, Schnuck. Unentschieden. Wie es mit dem Öl weitergeht, seht ihr gleich. Du sollst nicht so viel Chips essen, die Dinger sind mega fettig. So, und für euch erstmal die Mitmachfrage. Woraus wird Industriefett hergestellt? A. Aus kaltgepresstem Olivenöl. B. Aus altem Bratfett. Oder C. Aus Erdöl. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha, gewonnen. Oh, dein Öl, guck mal, es qualmt schon. Ja. Wie viel Grad hat das jetzt so ungefähr da? Ja, so schon über 300 Grad. Ernsthaft? Ja. Uiuiui. Krass. Ja, krass, es brennt. Fett kann sich also bei hohen Temperaturen von selbst entzünden. Professor Anton erstickt das Feuer mit einem Deckel. Er nimmt kein Wasser. Weil, wenn Wasser mit heißem Fett in Berührung kommt, dann passiert das hier. Das heiße Öl spritzt aus dem Topf. Echt gefährlich. Das hat damit zu tun, dass Fett und Wasser sich nicht mischen. Kennt ihr ja vielleicht von der Suppe. Da schwimmen die Fettaugen auch obendrauf. Kommt jetzt das Wasser mit dem heißen Fett in Berührung, verdampft das Wasser sofort. Und der Wasserdampf reißt Fetttröpfchen mit. Die können sich wieder entzünden und im schlimmsten Fall gibt es so eine Stichflamme. Also Leute, heißes Fett niemals mit Wasser löschen. Professor Anton, das war richtig cool. Vielen Dank für alles. Ja, super, klasse. Aber du musst schon noch helfen beim Saubermachen, gell? So geht's nicht. Na gut, dann gibt's für euch so lange die nächste Checker-Frage. Warum braucht der Körper Fett? Unser Körper braucht Fett als Energiespender. Funktioniert so. In dem Käse hier ist Fett drin. Wenn ich jetzt ein Stück davon esse, kommt das alles erstmal in meinen Magen. Im Magen wird das Fett in die einzelnen Fettsäuren zerlegt und dann über das Blut im Körper verteilt. Die Muskeln brauchen das Fett, damit sie sich gut bewegen können. Das ist wie so eine Art Kraftfutter für die Muskeln. Braucht unser Körper gerade kein Fett, hebt er sich einfach für später auf. Er speichert das Fett im sogenannten Fettgewebe. Das haben wir überall im Körper, zum Beispiel auch am Bauch. Das gespeicherte Fett ist so eine Art Reserve. Wenn wir gerade mal nichts zu essen haben oder besonders viel Energie brauchen, holt sich der Körper die Energie einfach aus dem gespeicherten Fett. Fett ist also auch als Notfallspeicher für unseren Körper überlebenswichtig. Außerdem dient die Fettschicht auch als Dämpfer gegen Stöße und wärmt uns, wenn es mal kalt ist. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt dauernd viel mehr Fett speichern, als wir dann verbrauchen, werden wir irgendwann dick. Und das ist auch nicht gesund. Denn das überschüssige Fett tragen wir als extra Kilos mit uns rum. Und das kann zum Beispiel unsere Muskeln, Gelenke oder auch das Herz belasten.
Und wie es Leuten geht, die zu viel Fett angesammelt haben, gucke ich mir jetzt an. Dafür bin ich in Berchtesgaden und besuche Sarah und Leon. Die beiden leben zurzeit in der Insula-Klinik. Das ist eine Einrichtung, die Menschen beim Abnehmen hilft. Leon wiegt knapp 130 Kilo, Sarah etwa 95. Damit wiegen die beiden für ihre Körpergröße deutlich zu viel. Sarah und Leon leben hier für mehrere Monate und gehen hier auch zur Schule. Fünfmal die Woche machen sie Sport, denn dabei verbraucht der Körper Fettreserven. Und es macht Spaß. Die beiden haben in der Klinik schon ordentlich Gewicht verloren. Unser Punkt. Wenn ihr beide ja schon ordentlich was abgenommen habt, wie sah das denn aus, als ihr hergekommen seid? Also das war ich vorher. Ja krass, man sieht es total. Wie ist bei dir? Ja krass. Was ist denn eigentlich euer Ziel? Wie viel wollt ihr denn noch abnehmen? Ich würde noch 35 Kilo gerne abnehmen. Und wenn ich halt zu Hause bin, auch einfach gucken, wie ich das hinkriege, ob ich es schaffe. Aber ich hoffe es. Ich werde mir dann einfach neue Sportarten suchen, die mich interessieren. Und ja. Und dich anders ernähren wieder? Ja. Also ich möchte hier in der Insula noch 16 Kilo abnehmen und zu Hause weitere 10 Kilo. Wenn man sich das jetzt so anguckt, könnt ihr jetzt schon wahnsinnig stolz auf euch sein. Das ist ja echt eine enorme Leistung, finde ich. Also meinen größten Respekt habt ihr auf jeden Fall schon mal. Neben viel Bewegung lernen die beiden auch, wie man gesünder isst. Das heißt nicht, dass man auf alles Fettige verzichten muss. Aber sie essen deutlich weniger davon. In der Klinik gibt es 3 Mahlzeiten am Tag. Sieht für mich wie ganz normales Essen aus. Der Trick ist, die Leute kochen hier mit ganz wenig Fett. Lecker. Und welches Essen viel Fett hat und welches nicht so viel, das checke ich jetzt. Was haben all diese Sachen gemeinsam? Genau, sie sind alle total lecker, sie sind aber auch alle total fettig. Und das hängt sogar zusammen. Man sagt, Fett ist ein sogenannter Geschmacksträger. Das heißt, Dinge, die besonders fettig sind, schmecken uns auch besonders gut. Wir wissen aber schon, wenn man zu viel Fett zu sich nimmt, kann der Körper nicht alles davon verbrauchen, lagert einiges an Fett als Reserve an und irgendwann wird man dick. Das heißt aber nicht, dass man kein Fett mehr zu sich nehmen sollte. Man muss nur darauf aufpassen, wie viel davon. Jeden Tag so eine Schüssel Chips ist definitiv zu viel. Forscher sagen, man sollte sich ausgewogen ernähren. Also nur ein paar wenige Sachen mit Fett und ansonsten viel Obst. Danke. Und Gemüse. Danke. Unser Körper braucht Fett als Energielieferant. Zu viel davon macht aber dick. Dagegen hilft gesundes Essen und viel Bewegung. Gecheckt. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Das ist unser... Unsere Lehrküche. Ja. Lehrküche, was heißt das genau? Also hier haben wir einmal die Woche immer Unterricht mit einer Ernährungstherapeutin und bekommen immer Rezepte und dann kochen wir immer in so einzelnen Gruppen. Und hier wird halt viel mit Vollkorn gearbeitet, wenig Zucker, wenig Fett. Achso, ihr lernt also wirklich, wie man kocht und sich ernährt, sodass man wirklich gleichzeitig super leckere Sachen essen kann, die aber eben nicht so fettig sind und damit dick machen. Genau. Ah, das ist ja super. Und guckt mal, sie backen auch Kuchen. Aber sie benutzen dafür weniger Zucker, denn auch der macht dick. Der Zucker liefert dem Körper genauso wie das Fett Energie. Der Körper verwendet aber zuerst den Zucker als Energielieferanten und erst dann das Fett. Außerdem kann Zucker in Fett umgewandelt werden. Und dadurch nehmen wir zu. Würdet ihr denn sagen, dass ihr früher tatsächlich sehr viel fettig auch dann gegessen habt? Also ich auf jeden Fall. Ich habe, wenn ich Taschengeld hatte, ich bin sofort immer zu irgendwelchen Fastfood-Restaurants gegangen, habe mir Pizza geholt, Pommes, Döner, habe einfach das gegessen, was ich gerade wollte und auch gar nicht geguckt, wie viel ich davon esse, sondern einfach gegessen so viel, wie ich konnte halt. War bei mir auch so. Ihr habt euch also einfach sehr ungesund ernährt und sehr fettig. Meine Eltern meinten dann auch, ja, du musst aufpassen, was du isst, nicht, dass du noch mehr zunimmst, es ist ungesund. Und die haben sich auch teilweise Sorgen gemacht, weil ich immer mehr zugenommen habe. Und ich habe halt nicht drauf gehört und jetzt bin ich hier. Meine Eltern haben versucht auch schon immer zu sagen, Junge, das ist nicht richtig, was du da machst. Und erstmal vielleicht was Gesünderes, aber mich hat es halt nie irgendwie interessiert, bis ich dann irgendwann mit meinen Freunden nicht mehr in die Stadt gegangen bin oder mich gar nicht mehr so richtig vor die Haustür getraut habe, weil ich einfach Angst hatte,
ständig doof angeguckt zu werden. Und weil es mir unangenehm war, habe ich dann noch mehr gegessen aus Traurigkeit. Ah, echt? Und ja, so hat sich das dann alles entwickelt. Das hier ist dein Zimmer. Jetzt gucken wir uns noch Leons Zimmer an. Alle 3 Wochen fährt er nach Hause zu seiner Familie. Oder sie kommt ihn besuchen. Das war die erste Jacke, die ich in normalen Läden kaufen konnte, weil es endlich eine Größe gibt, die es endlich überall zu kaufen gibt. Ah, du meinst, weil du vorher immer spezielle Klamotten kaufen musstest, weil du in die normalen nicht reingepasst hast? Wir mussten es halt immer im Internet kaufen oder in speziellen Läden. Was macht das mit dir? Was gibt dir das für ein Gefühl? Stolz, eigentlich stolz, ja. Ja? Magst du sie mal anziehen, die Jacke? Ja, klar. Ja, wow. Super coole Jacke. Steht ihr sehr gut. Dankeschön. Ich drücke euch beiden auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das so weiter durchzieht, aber ich glaube eher an euch. Also ich glaube, ihr macht das so gut. Jetzt hast du schon die Jacke gekauft, jetzt kannst du nur noch nach vorne gehen. Danke. Das Fett, um das es jetzt geht, heißt Industriefett. Damit schmiert man Maschinen wie zum Beispiel dieses riesige Windrad. Industriefett wird deshalb auch Schmierfett genannt. Und wie man das benutzt, erklärt mir Techniker Daniel. Letzte Checkerfrage. Wie funktioniert Schmierfett? Hallo Daniel. Hey. Servus. Hi, alles hi. Gut? Alles gut. Bei dir? Auch soweit. Super. Was machen wir denn heute? Wir warten heute das Windrad und ich zeig dir quasi, wie man das Windkraftrad richtig fettet. Wir fetten drehende Teile, damit sich das Windrad immer gut drehen kann und immer Energie produzieren kann. Okay, weil sich da so viele Teile drehen müssen, muss man die regelmäßig einfach einschmieren. Richtig. Und ich darf helfen. Du darfst uns helfen. Ja, perfekt. Soll ich dir was abnehmen, wenn wir hochgehen? Was ist das denn? Ist das schon so ein Fett, oder was? Das ist schon so ein Fett. Rot und weiß. Rot und weiß. Sieht aus wie Ketchup-Mayo eigentlich von den Farben. Und damit fetten wir da oben ein. Genau, richtig. Bevor wir aber mit Ketchup und Mayo, also mit dem Industriefett, nach oben fahren, kriege ich eine Schutzausrüstung. Daniel kommt einmal im Jahr zum Windrad und fettet es ein. Für die Prozedur braucht er 3 Stunden. Boah, das ist ja eng hier. Mit dem Wackelkasten fahren wir jetzt knapp 135 Meter nach oben. Ins Maschinenhaus. Das Maschinenhaus liegt direkt hinter den großen Flügeln des Windrades. Die heißen Rotorblätter. Daniel hat sie für die Wartungsarbeiten heute angehalten. Okay, und wo müssen wir jetzt unser Fett anbringen? Muss ich einfach nur einmal umdrehen. Siehst du die 2 Behälter? Die blauen da? Nee, links daneben das große rote. Ach, das passt ja farblich schon voll gut. Sehe ich. Das passt zusammen, ne? Da füllen wir das rein? Genau. Dann gehen wir rüber. So, bitte. Danke. Sag mal, ich weiß ja, es gibt verschiedene Fettsorten. Es gibt pflanzliches Fett, tierisches Fett. Was ist denn das jetzt für eins? Das ist ein Fett auf Mineralölbasis, das chemisch hergestellt wird. Speziell für den Zweck hier? Speziell für Windkraftanlagen. Erdöl kommt, wie es der Name schon sagt, aus der Erde. Mit solchen Pumpen wird das Öl nach oben gefördert. Im Rohzustand sieht es so aus und ist der Grundstoff für Industriefett. In Fabriken wird es dann chemisch weiterverarbeitet. Mit Industriefetten können wir zum Beispiel quietschende Türen schmieren oder unsere Fahrradkette, damit sie gut läuft. Und eben auch Teile von diesem Windrad hier. Genauer gesagt, die 3 Teile. Das Fett ist speziell für Windkrafträder entwickelt worden. Okay. Um eben hohe Druckpunkte auszugleichen, da ein Flügel knapp 13 Tonnen wiegt. Bitte was? Ein so ein Flügel? Ein Flügel wiegt 13 Tonnen. 13 Tonnen? Richtig. Das sind 13 Autos. Und da sind wie viel 3 dran? 3 Stück. Das hätte ich ja niemals gedacht. Das heißt also, die Last, die das Teil, das sich bewegt, aushalten muss, durch das Gewicht, die ist enorm groß. Und deshalb braucht man ein super spezielles Spezialfett einfach. Richtig. Mit ganz vielen kleinen Partikeln, die eben den Druck ausgleichen. Dass es eben richtig arbeiten kann. Ja. Zuerst füllen wir das weiße Fett nach. Das ist dazu da, dass sich der komplette Kopf des Windrades drehen kann. Hier. Das Fett hilft, dass sich die Metallteile reibungslos bewegen können, auch wenn sie richtig schwer sind. Der ganze Kopf des Windrades zum Beispiel wiegt fast 60 Tonnen. So viel wie 60 Autos. So, jetzt gucken wir uns mal das rote Fett an.
Sag mal, ist das schon das rote Fett, oder was da rauskommt, Daniel? Das ist schon das rote Fett, genau. Das heißt, hier schmiert das. Richtig, dahinter kommt, wird es reingepumpt und dahinter sitzt auch das große Lager, das eben gefettet wird. Und weil sich das so dreht, muss es auch gut schmieren. Richtig. Darf ich das mal anfassen? Kannst du anfassen. Ach, krass. Das sieht ja heftig aus. Ziemlich zäh. Ja, total. Wie so Kleber oder so. So, das rote Ketchup und das weiße Mayo-Fett haben wir gecheckt. Jetzt kommt noch eins und das sieht aus wie... Genau, wie Senf. Das schmiert die Maschinen im Inneren, die den Strom erzeugen. Sag mal, du musst mir mal erklären, warum schmiert denn Fett insgesamt? Fett ist im Endeffekt eine Verbindung zwischen zwei bewegenden Teilen und bildet dazu eine Zwischenschicht. Und diese Zwischenschicht verringert eben Reibung. Reibung kenne ich. Wenn man die Hände so ganz, ganz schnell aneinander reibt, zum Beispiel, wird es heiß. Wird es richtig heiß. Und damit es nicht super heiß wird und die Teile kaputt gehen, deshalb fettet man das Ganze. Genau. Und wie wichtig das ist, seht ihr, wenn Daniel das Windrad einschaltet. Denn dann bewegen sich alle Teile gleichzeitig. Guckt mal. Cool, oder? Das Industriefett bildet eine Zwischenschicht und verhindert Reibung. So können sich drehende Metallteile gut bewegen. Checkt. Hast du die jetzt echt alle aufgegessen? Alle Chips? Mann, die haben echt zu viel Fett. Und ich hätte gern zumindest noch zwei oder drei gehabt. Naja, für euch jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, woraus wird Industriefett hergestellt? A. Aus kaltgepresstem Olivenöl? B. Aus altem Bratfett? Oder C. Aus Erdöl? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Das ist ein Fett auf Mineralölbasis, das chemisch hergestellt wird. Richtig ist also Antwort C. Das Erdöl wird aus dem Boden gepumpt und in Fabriken chemisch zu Industriefett weiterverarbeitet. So, hier geht's jetzt wirklich aufs Dach, ja? Genau, hier geht's aufs Dach hoch. Wie hoch ist das da? Das ist knapp 140 Meter. Boah. Ja, dann bitte, du gehst vor, oder? Genau, ich geh vor, du kommst nach. Aha, und dann sehen wir, wie sich das da dreht. Oh, fantastisch. Wie riesig ist denn das hier alles? Und was für ein Blick. Geile Aussicht, ne? Unglaublich. Ja. Und die laufen jetzt echt nur angetrieben vom Wind, weil wir es gefettet haben. Genau, richtig, weil wir es gefettet haben. Wenn wir es nicht gefettet hätten, würde es sich gar nichts drehen. Ohne Fett kein Windrad. Richtig. Daniel, das war wirklich richtig cool heute. Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast. Kein Ding. Danke dir. Und sag mal, meinst du, wir können noch ein bisschen hier draußen bleiben? Können wir machen. Ja? Ja. Cool. Ja, Leute, das war's vom Fett. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und der tausend Leute kennt.